Hello Easter Hack. Ich bin Paul, habe hier studiert, vor 15 Jahren hier Elektrotechnik. Da waren das ein paar sehr unangenehme Erinnerungen in dem Raum, aber ich versuche sie gerade in der Verdrängung zu lassen. Na okay, ich will ein bisschen über ActivityPub erzählen, weil ich da in einem Projekt seit kurzem drin bin, wo es eben um Mastodon und ActivityPub geht. Es ist nicht so wahnsinnig technisch. Ich hoffe, das ist okay. Wer von euch hat nur so ist, wer von euch hat schon einen Account auf irgendeinem Mastodon-Instanz? Okay, wow, sehr gut. Und ActivityPub, wer hat davon schon mal gehört? Okay, Mann, Alter. Okay, also dann doch eher ins technische Detail, nehme ich an. Ich versuch's. Der Titel selber ist ein bisschen ein Pun an das hier, an das Buch, das dritte von Douglas Adams. Ich würde so ja ganz am Anfang mal ein bisschen eine kurze, wie soll ich sagen, so eine kleine politische Schlagseite einbauen. Und zwar, ich gehöre, glaube ich, wie die meisten hier auch zu der Gruppe, die sagen, offene und freie Gesellschaft braucht offene und freie Kommunikationsinfrastruktur. Ich glaube, das der Preaching to the Converted, also das ist uns allen klar. Ich komme nämlich aus der Funkfeuerszene, Freifunk, Schwesterorganisation. Und ja, wir haben eigentlich ein relativ cooles, stabiles Netz. Was mir aber einfach die ganzen Jahre wirklich am Keks gegangen ist, ist, wir bauen diese verteilten Zugangsnetze und dann laufen da die normalen Plattformen drüber, so Facebook, Quatsch und so ein Zeug. Und irgendwie bin ich eben aufgrund von jahrelangem Frust in dieser Fragestellung dann einfach auch quasi vom Zugangsnetzdesign, also vom Mesh-Networking hoch zum Social-Networking und in meinem Projekt jetzt drin. Mir ist es wirklich ein Anliegen, dass wir da demnächst und schnell und gute Dinge weiterbringen, was eben diese Plattform-Monopol-Problemstellung betrifft. Also mal schauen, ob in 5 Wochen noch irgendwas Witziges passiert auf den Plattformen, aber die EU-Wahl wird wahrscheinlich wieder, also davon gehen kann man glaube ich ausgehen, ne, dass das irgendwie einen gewissen Einfluss haben wird, dass ein Großteil der Bevölkerung ihre Informationen aus diesem Facebook-Mordor rauszieht. Das finde ich echt lustig, weil das ist mittlerweile, tatsächlich kann man einfach so stehen lassen, das ist irgendwie okay. 2,3 Milliarden Monthly Users. Ja, und was ich auch wichtig finde, das ist einfach nur so State of the World currently, und dann, was ich auch wichtig finde, ist, es ist wichtig daran zu glauben, dass das nicht ewig so bleiben wird. Also, es ist einfach offensichtlich, oder? Der Zustand, der ist jetzt zugespitzt und tragisch, aber in 10 Jahren werden wir darauf zurückblicken und uns denken, okay, was a crazy time. Also dieser Glaube, der ist, finde ich, ganz essentiell. Und es fällt einfach in Zukunft, also es fällt auch wirklich leicht, diesen Glauben aufzubauen, weil das Fediverse, die meisten von euch haben das schon, wissen genau, wovon ich rede, wächst und wächst. Also diese Services, die sich zu großen Teilen über das Activity-Protokoll miteinander unterhalten können, werden mehr, kriegen einen Umfang. Also Mastodon, das bekannteste Beispiel, jetzt habe ich gerade gelesen, ein Reddit-Klon dürfte jetzt irgendwie in Arbeit sein. Mal schauen, was da draus wird. Finde ich auch ziemlich cool. Und wenn man sich eben anschaut, was ist das Herz des Fediverses, so ist es, glaube ich, im Großen und Ganzen tatsächlich auch dieses gemeinsame Protokoll, das sie jetzt herauskristallisiert, ist tatsächlich ein guter Kandidat, der einen Haufen der vergangenen Fehler vermeidet und eine Art von Zusammenfassung der wichtigsten Technologien ist, um wirklich das Feld der sozialen Netzwerke aus diesem traurigen Zustand rauszuholen, in dem es schon, jetzt sage ich mal, also die letzten 15 Jahre sich befindet. Und viele von euch haben es ja mitgekriegt, dass sie irgendwie so gewisse Projekte kommen ins Leben, also Diaspora zum Beispiel, Hoffnungen sind groß, die Enttäuschungseffekte gab es einfach wieder. Die letzten paar Jahre waren irgendwie sehr frustrierend aus der Perspektive gesehen. Und die Frage ist, welche Faktoren waren da der Grund dafür und wie kann man es verhindern, dass es eben
immer wieder so abläuft, sondern eben tatsächlich den Zustand herbeiführen, dass ein großer Teil der Bevölkerung, also wenn wir jetzt anschauen, zum Beispiel Mastodon hat irgendwie knapp über 2 Millionen registrierte Accounts jetzt, über die Instanzen, die sich sozusagen publicly anmelden. Also das sind 2 Millionen im Moment an also Accounts und irgendwie um die 500.000 aktive User. Und eben Facebook hat um einige Größenordnungen mehr und auf dieses Netzwerkeffektproblem möchte ich noch einmal ganz kurz zurückkommen. Also diese Anzahl der User ist halt einfach wirklich, was die Nützlichkeit von einem Netzwerk betrifft, eine fundamentale Größe. Und ich glaube, es geht darum, dass wir diese Zahl der adressierbaren User über Activity-Pub-basierte Protokolle, die in die Größenordnung vordringen kann, in der die großen Plattformen sind, das ist, finde ich, einfach eine, darauf sollten wir alle irgendwie hinarbeiten. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass das irgendwie zu fliegen anfängt. Nur mal ganz kurz, eben ActivityPub selber ist, soweit ich verstanden habe, tatsächlich eine Synthese von den Dingen, die vorher gut funktioniert haben. Es ist extrem, ich habe es hier mal auf totem Baum mit, das Dokument selbst, wo dieser ganze Standard, um den es hier geht, der sozusagen der Motor vom Fediverse im Moment ist, der passt irgendwie auf so, also den hat man schnell durchgelesen. Das sind im Moment jetzt so 40 Seiten, sind sogar Bilder und so. Also das Ding hat man in ein, zwei Stunden eigentlich locker überflogen und vollständig verstanden. Ohne dass man eben ein Studium vorher abgeschlossen hat. Es ist reduziert aufs Wesentliche, es ist extrem generisch, es verwendet die gängigen Webtechnologien wie JSON, HTTP, also JSON-LD, um genau zu sein. Der Typ, der hauptsächlich die Arbeit darin vorantreibt, ist eben Christopher Lemmer-Weber. Den Podcast LibreLaunch möchte ich wirklich ans Herz legen, der ist super. Da wird über das sehr, sehr leicht verständlich und übersichtlich berichtet. Gerade heute ist eine neue Folge rausgekommen über ActivityPub, wo es genau um so JSON-LD und so weiter geht. Also der ist wirklich super. Es gibt dann noch einen anderen, der heißt, einen anderen Podcast, der heißt irgendwas mit Fediverse, Fedicast oder irgendwie so. Aber das findet man auch in den Directories. Also es gibt schon zwei, drei solcher coole Podcasts zu dem Thema hier. Ja, was im Kern ActivityPub eben, also sorry, springen wir mal zu der Folie. ActivityPub Rocks ist auch eine URL, die ist cool. Das ist einfach die Landingpage, wo man sofort überall hinfindet zur Spec, zu den Examples, zu der Doku, zu everything. Ist auch von Christopher gemacht, soweit ich weiß. Und der Kern von diesem ActivityPub, nur mit, falls es für manche hier noch nicht gesehen haben, ist tatsächlich, es basiert eben auf einem Inbox- und einem Outbox-Konzept und alle Interaktionen gehen von Akteuren aus. Das ist immer dieses Actor-Based-Model. Also es hat irgendwie, der obere Teil sieht aus wie E-Mail, würde man sagen, irgendwie. Ist auch irgendwie Deckung, also da ist nicht so viel Unterschied vom prinzipiellen strukturellen Flow her. Man adressiert über URLs, es gibt Inboxen, da werden die drinnen vorgehalten und dann werden sie vom User, an den sie adressiert sind, einfach, also im Fall von Mastodon zum Beispiel ist es ein bisschen verwirrend, weil das, was hier Inbox heißt, ist dann eigentlich der Feed, den wir sehen, wenn wir unseren Feed konsumieren. Okay, was sozusagen nicht Teil von E-Mail ist, ist dieses Outbox-Prinzip, so wie es hier ist, nämlich Outbox heißt, das ist dadurch, dass es eben, es soll eben so ein Public Feed im Fall von Mastodon abgebildet werden und Outbox heißt, hier sind alle Messages drin, die Öffentlichkeit, also die dieser Aktor produziert und die Öffentlichkeit einfach jederzeit zugreifen kann. Ich meine, es gibt Wege des Rechtemanagements, wie man diese Zugriffe einschränken kann, aber vom prinzipiellen Message Flow her ist einfach jedem Actor eine Inbox, eine Outbox zugeordnet. Es gibt eben im Falle von Mastodon das Mastodon UI, mit dem man mit diesen, wie man da Objekte reinschreiben kann und den Feed lesen kann.
Und dann gibt es im Hintergrund die Mastodon-Server-Logik, sage ich jetzt mal, die einfach diese Messages zustellt. Und ja, also das ist eigentlich relativ straightforward. Das ist so wie, ja, es hat, ich nenne es gerne einfach irgendwie, es ist wie SMTP, aber eben mit Erweiterung für öffentliche Kommunikation. Ja. Also weiß nicht, vielleicht ein bisschen ungenau, aber so ähnlich erkläre ich immer in einem Satz für jemanden. So, zum technischen Detail, adressierbar ist das Ganze über ganz normale URLs. Es wird mit HTTP GET und POST gearbeitet. Ja, und im ActivityPub Standard selber steht so ein Basic Vocabulary, das eben für Social Networking so gedacht ist. Also das sind so Dinge wie eben Favoriting und Collections, also Follower Collections und solche Dinge. Es hat so alles irgendwie so eine gewisse, okay, es ist aber, was Christopher Weber-Lemmer auch immer betont ist, es war ihm ganz wichtig, oder es ist dieser Community, die ActivityPub betreibt, wichtig anzuerkennen, dass einfach das, was in Zukunft an Funktionen gebraucht wird bei so einem föderierten Protokoll, lässt sich jetzt noch nicht wirklich abschätzen. Also wir wissen, es gibt so dieses Liking und so, es gibt so diese anderen vom Share und Retweeten und so, diese anderen Interaktionstypen, die man über das Protokoll abbilden muss irgendwie. Aber Sie haben immer beim Design von ActivityPub gesagt, wir können unmöglich abschätzen, ob es noch in Zukunft irgendwelche anderen neuen Features gibt, die wir unbedingt da rein haben wollen, um eben zumindest genauso nützlich zu sein wie die großen zentralisierten Plattformen. Also so Dinge wie zum Beispiel Funktionen, die es erlaubt, eine kleine Abstimmung zu machen oder sowas, keine Ahnung. Und es war relativ wichtig, da auf diese Erweiterbarkeit, die im Design wirklich zu verankern. Dass es eben möglich ist, dass wenn ein zukünftiger Dienst eine spezielle Fähigkeit braucht, um Interaktionen stattfinden zu lassen zwischen Akteuren, dann muss es das ActivityPub hergeben, ohne dass es irgendwie komplett an seine Grenzen stoßt. Und der Haupttrick, der dabei zur Anwendung kommt, ist eben, man verwendet JSON-LD. LD steht für Linked Data. Und vielleicht erkläre das irgendwie an einem Beispiel. Es geht eben darum, dass, also das ist wahrscheinlich zu klein, das könnt ihr nicht lesen. So sieht zum Beispiel ein Post aus, also das ist der tatsächliche Inhalt des HTTP-Posts. Und der besteht aus zwei Teilen. Also auf der Seite wird nur eine Art Kontext mitgeliefert, eine Art Vocabulary, das zusätzlich zu ActivityPub, zur normalen Standardisierung, zum normalen Inhalt der Funktionen, die der Standard hat, zusätzlich werden sozusagen, und genau so, das ist aus einem Mastodon-Post, das ist quasi das Source-Code von einem Mastodon-Post, und da steht oben irgendwo zum Beispiel der Begriff Sensitive, ich glaube, das sind diese Content Warnings, und das ist eigentlich eine Art Erfindung der Mastodon-Welt, soweit ich das verstanden habe. Also das steht im ActivityPub-Standard nirgends drin, aber man kann es hier, also bei jedem Post wird sozusagen dieses zusätzlich verwendete Vocabulary wird mitgesendet sozusagen. Also kann man sich fragen, ob es effizientere Wege gibt, aber zumindest was diese Future Extendability angeht, ist es eigentlich ja, kann da eigentlich nicht viel schief gehen. Also solange man bei Actors bleibt, solange Inbox und Outbox als Abstraktionsprinzip reicht, kann man hier alles hinzufügen, um den Rest abzubilden, der irgendwie in Zukunft vielleicht lustig wird. So mein Verständnis im Moment. Und das war auch ein Grund, warum Eugen Rochko, der hauptsächlich die Mastodon-Entwicklung treibt, eben sich auch für ActivityPub entschieden hat, und das war scheinbar auch ein wichtiger Treiber, dass eben ActivityPub so richtig auch an Popularität dazu gewinnt. Ja, und zu Mastodon selbst, glaube ich, braucht man eh nicht viel sagen, das Projekt ist wirklich cool, und also ich bin immer wieder erstaunt, wie hochqualitativ eben die gesamte User Experience da schon ist, also wirklich das ist ziemlich geiles Zeug. Also eben, wer es nicht kennt, das ist Ruby on Rails basiert mit einer React UI. Und also ich habe mit dem Projekt jetzt schon ein bisschen Erfahrung. Es ist extrem sauber, extrem
gut dokumentiert, also extrem, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber für meine Begriffe ist es gut dokumentiert und scheint echt ziemlich robust zu laufen. Auf diesem Mastodon Monitoring Project Seite kann man relativ gut beobachten, dass sich halt leider auch die 2 Millionen Accounts, die 2 Millionen registrierte User schon sehr auf den ersten 10 so, sagen wir mal, konzentrieren. Also irgendwie 80-90% der User sind auf 10 Servern verteilt. Ja, also prinzipiell, das ist ja ein Zustand, der kann sich ja noch ändern und ja, also ich würde dem Projekt auf jeden Fall eine sehr interessante Zukunft noch voraussagen, eben auch im Kontext der Probleme, die auf den großen Plattformen jetzt sich immer stärker häufen. Ein bisschen sieht man es an der User Growth, schlecht Kontrast, sorry. Das ist hier ein bisschen eine verwirrende Skala. Hier ist 1,6 Millionen, da oben ist 2,2 Millionen. Und das sind jetzt, wie viel ist denn das? 11, 12, das sind 6 Monate, glaube ich. Ja. Also es wächst, aber halt irgendwie langsam. Ja. Also irgendwie die letzten 6 Monate. Ja, das ist eben, die Dinger, glaube ich, korrelieren oft mit irgendwelchen Scandals und Fuck-Ups und so. Das war ja? War das Tumblr? Oh, nice. Oh, ja, stimmt. Ja, eben, das häuft sich, ne? Ja, also die Grafik sieht irgendwie cool aus, aber wenn man die Zeitskala ein bisschen weit auseinanderzieht, dann ist es eigentlich ein ziemlich flacher Verlauf. Er geht nach oben. Ja, also es wächst, aber ich finde, wenn es eben von der Utility irgendwie in die Nähe von so einem anderen Netzwerk, das um einen Faktor 1000 mehr adressierbare Konten hat, also die Utility ist eben, es ist belegt, dass das wirklich eine exponentielle Funktion ist. Also das ist schwierig. Im Moment ist das eine nette, wirklich coole Sache, die wir aber ausbauen müssen. Das ist einfach, finde ich, es ist ein nettes Skateboard, aber das muss jetzt zu einem Flugzeugträger umgebaut werden, irgendwie, finde ich. Das ist irgendwie die Herausforderung. Ja, eben, was ich vorher gesagt habe, mit diesem Utility-Ding, das ist nicht mal eben scheinbar Metcalfe's Law noch immer, das ist ja exponentieller Zusammenhang. Und jetzt zum Beispiel ist gerade wieder ein Projekt gestartet, das nennt sich irgendwie OpenBook oder so. Ist yet another contender to Facebook. Aber vom Strukturellen ist es genau dasselbe. Also es ist eine zentrale Datenbank. Deren Betreiber halt irgendwie sich andere Ziele setzen oder so. Und irgendwie geht es darum, dass eben auch auf Venture Capital verzichtet wird und so weiter und so fort. Aber von der Struktur her ist es, finde ich, einfach. Also wer von euch glaubt, dass so eine Struktur, dass sozusagen die Bedrohung, die jetzt von diesen Silicon Valley-Typen ausgeht, dass die von etwas abgelöst wird, die sich genauso zentralisiert verhält. Also ich kann mir es nicht vorstellen. Wir träumen immer von dieser Utopie oder so, aber irgendwann einmal wird es tatsächlich Zeit. einfach desperate times, desperate measures. Es gibt eben diesen einen Blogpost, den ich wahrscheinlich auch vielen von euch jetzt da nichts Neues erzähle, von Moxie Mullenspike, der eben auch federführend bei Signal war, und der in diesem Blogpost beschreibt er halt irgendwie diese verteilten Dinger, die haben ein Problem, nämlich, dass es sehr schwierig ist, dafür zu sorgen, dass das gesamte Netzwerk sozusagen im Gleichtakt die ganzen Innovationen mitzieht. Das ist irgendwie, dadurch, dass es immer verteiltes Ding ist, gibt es manche Server-Admins, denen ist es wichtig, anderen ist es unwichtig. In der Liste von vorhin, hier, ich habe vorhin gesehen, dass zum Beispiel der größte, dieser japanische, der läuft noch immer auf 2.4, obwohl jetzt schon 2.8 rauskommen ist. Also der hängt irgendwie hinten aus irgendeinem Grund. Wenn der Zustand anhält, dann ist eine Art von Innovationsbremse im System, die
ja, das Ganze schon, das soll es irgendwie, dafür soll es Mechanismen geben, die das wieder irgendwie ausgleichen. Und laut Moxie ist eben die beste Methode die, dass man eher darauf pocht, dass wenn zentralisierte Systeme ausfallen, dass man dann eigentlich eher relativ schnell zum nächsten zentralisierten System wechseln kann. Also die können sozusagen irgendwie so, wenn Signal jetzt total irgendwie something bad happens, dann wäre es wahrscheinlich ein relativ leichtes, den gesamten User-Graph einfach zur nächsten besser administrierten zentralen Lösung rüber zu kopieren. Und ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise hat er da einen Punkt. Eben, die Frage ist, welcher Ansatz hat ActivityPub wirklich diese realistische Chance, in den nächsten, sagen wir mal, 5 Jahren irgendwie in diese Sphären vorzudringen, in denen die großen Plattformen fliegen? Und ich glaube schon, ehrlich gesagt. Ich habe eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl dabei, weil nicht nur, weil ich selber unbedingt will, dass es passiert, sondern weil es wirklich sich so anfühlt, als wäre jetzt sozusagen ein Zeitpunkt gekommen, wo der Leidensdruck viel höher ist, die Technologien schon ausgereifter sind, es gesellschaftlich immer mehr in der Mitte ankommt, dass das ein irrsinniges Problem ist. Also das ist einfach, ich glaube schon, das kann man jedem sofort erklären, dass im Moment sind diese Netzwerke so strukturiert, dass sich diese manipulativ gestreute Fehlinformation so dermaßen hoch verstärkt da drin. Also ja, das ist ein total absurder Zustand eigentlich. Und es wird immer klarer, dass irgendwas passieren muss, die regulatorischen Maßnahmen, es geht eher auf regulatorischer Ebene, sieht es eher düster aus im Moment. Also die Entscheidungen auf politischer Ebene sind nicht besonders gut im Moment. Also darauf zu hoffen, dass das regulatorisch bereinigt wird, ist nicht die beste Option, finde ich. Wir müssen da irgendwas Technisches dazu noch machen. Okay, ActivityPub, back to the point. Was mir aufgefallen ist, beim letzten Mastodon-Release zum Beispiel, wird schon erwähnt, dass eine Art von Identity-Proofing ins System eingebaut wird. Also man kann sozusagen unabhängig, es gibt ein Andocken in eine andere Infrastruktur, die unabhängig ist von dem Mastodon-Netzwerk, wo es hauptsächlich darum geht, dass man eben sowas wie Fake Information Injection oder Fake Accounts irgendwie sozusagen mal die ersten paar Infrastrukturelemente einbaut, damit falls das stattfindet, ich glaube im Moment ist es noch nicht so ein gravierendes Problem, weil eben noch nicht so viel Relevanz, weil noch nicht so viele User, aber sobald die Relevanz steigt, wird Fake Informationen, ein Phänomen da drin auch. Und ich habe es cool gefunden. Es ist halt nur das Problem, dass es jetzt immer nur mit Keybase funktioniert. Und Keybase ist wieder ein sozusagen einzelner Point of Failure in dem System. Also es sollte noch weitergehen als das. Und die gute Nachricht ist, dass es schon etwas gibt, das weitergeht als das. Und das ist aus einer Bewegung entstanden, wo ich jetzt auch mich versuche einzubringen, und die nennt sich eben Rebooting the Web of Trust. Hat das schon mal wer, wie viele Leute haben da schon mal davon gehört? Okay, also es ist halt einfach ein Versuch, den alten Traum wiederzubeleben, der eben sagt, gibt's Möglichkeiten, Netze zu bauen, vertrauensvolle Netze zu bauen, die ohne Hierarchie auskommen. Und die Leute, die sich da treffen, einmal im Jahr, die meisten treffen sich auch zu einem anderen Event, der nennt sich Internet Identity Workshop. Also das hier ist, Rebooting the Web of Trust ist eigentlich der Name von einem regelmäßigen Treffen. Und dazu gibt es eben noch den Internet Identity Workshop. Und die beiden, diese Community, die sich da immer so die letzten, sage ich mal, 5 Jahre oder so irgendwie mit diesem Rebooting-Ansatz beschäftigt, die haben sich auf was geeinigt und das nennt sich DIDs. Über die möchte ich noch kurz was erzählen, was man mit denen anfangen kann, weil ich halte sie für relativ interessant in dem gesamten Social Networking-Komplex. Also prinzipiell geht es darum, wie kann man irgendwie eine Art Referenzschema aufbauen, wo es ums direkte Referenzieren auch wieder von Akteuren geht, aber eben ohne unbedingt immer wieder auf das DNS-System zurückgreifen zu müssen. Darum geht es. Also
Identifier heißt letztendlich, dass man, wenn man diese gesamte Zeichenkette irgendwie einem Resolver übergibt, dass der dann tatsächlich irgendwie Internetadressen auflösen kann daraus. Also zum Beispiel sagen kann, also es identifiziert einen Actor, genauso wie eben vor, wie bei Mastodon. Und die spannende Sache ist, dass es eben nicht human memorizable ist. Also das ist nicht dazu gedacht, dass man es jemandem irgendwie so sagt oder gibt. Das sind keine human names. Es sind eigentlich könnte man sagen, Art von Public Keys. Also sie sind da in den meisten Fällen. Es gibt nämlich mehrere Methoden, wie sie strukturiert sind. Aber in den meisten Fällen sind es abgeleitete Versionen von öffentlichen Schlüsseln. Also es geht die ganze Zeit um asymmetrische Krypto in dem Fall. Also es baut auf dem Prinzip fundamental auf. Und alles, was der DRD-Standard eigentlich sagt, ist, einigen wir uns darauf global, dass jedes Mal, wenn wir so einen Actor unabhängig von einem DNS-System referenzieren wollen, dann schreiben wir DID-Doppelpunkt. Ja, das ist mal prinzipiell die Grund Essenz dieses Standards. Und dann sagt der Standard halt auch, die Zeichenkette, die nachher kommt, die referenziert den Namen von einer öffentlich einheitlich definierten Methode, wie man von diesem dahinterliegenden Teil tatsächlich auf irgendeine nützliche Information kommt. Das ist das sogenannte DID-Document, wo das dann drin steht. Also DIDs verweisen auf DID-Documents und in DID-Document stehen dann alle möglichen Dinge drin, wie eben ganz normale DNS-Namen, also ganz normale Username-Hostname-Kombinationen und so weiter. Weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich gut erklärt habe. ja, das ist eben so. Der Sinn dahinter ist, dass es eigentlich jetzt zum Erstellen von so einem Identifier, das kann der den Identifier dann benutzt, ohne die Hilfe von jemand anderem machen. Das ist der Witz dahinter. Also man erstellt mehr oder weniger dieses Key-Pair aufgrund der geringen Kollisionswahrscheinlichkeit, dass sozusagen beide zufälligerweise denselben Public Key erstellen, kann man das irgendwie unabhängig voneinander machen. Also es gibt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen unabhängig voneinander einen Key-Pair erstellen und denselben Public Key dabei rausbekommen, ist einfach, die kann man mathematisch limitieren. Also alles, was passieren muss, damit das Ding auch nützlich ist, also man generiert sich dieses Schlüsselpaar, kommt über, also sucht sich eine Methode aus, da rede ich später nochmal drüber, wie viele das da gibt. Dann hat man so ein DID irgendwie generiert und dann sagen, okay, damit jemand anders was damit anfangen kann, muss ich diese DID ja irgendwo ablegen, damit jemand anders, wenn er nach ihr sucht, sie findet und das Dokument abrufen kann, wo das damit verknüpft ist. Also in irgendeiner Art von öffentlich zugänglichen Datenbank oder so muss das Teil irgendwie drin liegen. Das ist ziemlich genau dasselbe wie die normalen Public Key Server für PGP. Da ist eigentlich sozusagen prinzipiell nicht der große Unterschied. Nur beim Design von diesem DID-Zeug hat man eben gesagt, wir sollten uns eher auf verteilte Datenbanksysteme konzentrieren. Und dann haben sie eben die Leute, die sich mit diesen unterschiedlichen Datenbanksystemen auskennen, gefragt, wie könnten wir DIDs in euren Datenstrukturen ablegen? Und da sind dann diese Methoden rausgekommen, die kennt ihr vielleicht besser schon. Also IPFS ist schon ein bisschen länger da. Die anderen sind, viele davon sind eben Distributed Ledgers. Also die sind, Bitcoin eh klar. Die oberen, die haben eigentlich nicht so viel mit diesem ganzen Krypto-Asset-Zeug zu tun. Da geht es um Proof of Authority, also permissioned Systeme, die sich ja eben grundsätzlich anders verhalten als wie diese Proof of Work-Dinger. Aber der Grundgedanke ist, wir wollen irgendwie. Wir brauchen auf jeden Fall irgendeine Art von öffentlicher Infrastruktur oder
die es halt ermöglicht, dass man diese DIDs ablegt und die dann für andere auffindbar sein können. Also das ist irgendwie, das was ich da die ganze Zeit sage, ist eine Art von, man baut zusätzlich zum normalen DNS-System dazu noch so ein anderes Ding, das aber überhaupt nichts mit Domain-Names zu tun hat. Das kennt keine Domain-Hierarchie. Da gibt es nur einen, also es ist vollkommen hierarchielos, das Ding. Und das würde es dann möglich machen, relativ leicht möglich machen, Systeme zu bauen, wo tatsächlich, also die Systeme, die man damit bauen kann, sind äquivalent dazu, es hätte tatsächlich jeder normale Internet-Teilnehmer einen ganz einfachen Weg, wie er sich selber eine Domain registriert, einen wirklich einfachen Weg, also nämlich ohne, dass er zu einem Registrar hingehen muss, sondern einfach, indem er ein Tool benutzt. Ja, das ist ein bisschen weird, aber darauf läuft es irgendwie hinaus, dass eine Art von neue Infrastruktur entsteht, die das erlaubt, wo ich einfach ein Tool, das nennen sie Register Your Own DID, und da sage ich einfach irgendwie Generate Pair. Das hat eine Methode, wie man den privaten Key auf eine sichere Art und Weise aufbewahren kann, und dann schreibt es einfach für mich sozusagen diesen Eintrag in einer dieser Datenstrukturen rein, die dann öffentlich sind, und dann kann jeder mit einem Resolver vollständig unabhängig vom DNS das Dokument abrufen, das ich irgendwie in diese Datenbank mit rein gespeichert habe, also zu diesem DID dazu. Ja, die Erklärung für DID ist immer so wirklich eine haarige Sache. Ich würde es noch immer als eine Art von DNS for the rest of us oder irgendwie so ähnlich. Ich weiß auch nicht genau, wie man es gut sagen soll, aber es ermöglicht tatsächlich eine also Menschen, die DIDs voneinander einmal ausgetauscht haben, haben sozusagen für alle, also für alle Eventualitäten der Zukunft irgendwie immer einen verschlüsselten Kanal logisch definiert zwischen sich. Ja, der ist von niemand anderen irgendwie beeinflussbar. Das ist eigentlich normales Web of Trust, aber in dem Fall mit Hilfe von einer etwas moderneren Infrastruktur, um diese Public Keys aufzufinden, könnte es diesmal wirklich gut funktionieren. Dass tatsächlich ein sozusagen eine ordentliche Durchdringung von diesen Key Pairs stattfindet. Genau, es gibt da, es ist. Genau, die Frage war, wie funktioniert der Revoke zum Beispiel? Das ist so gelöst, dass man tatsächlich jedes Mal, wenn man eine DID registriert, auch eine Art Schema definiert. Also, das ist mandatory irgendwie, wo man dann reinschreibt, wie unter welchen Bedingungen genau die Revocation stattfinden kann, wie Key Rotation genau funktioniert. Also, diese Schemata werden mit ins Dokument reingeschrieben. Also, die sind für jede DID klar spezifiziert. Wenn es dazu kommt, dass tatsächlich der Master Key, also der sozusagen von dem alle anderen Keys abgeleitet werden, um das Ding zu benutzen, wenn tatsächlich der die Master Seed kompromittiert ist, dann ist eigentlich nur mehr, dann muss man das Ganze mit einer Ringsignatur dann letztendlich wieder auflösen. Also man sagt, man definiert irgendwie andere, wenn das ist dann, das hat dann, das, andere würden dann schon Smart Contract dazu sagen, aber das heißt halt, wenn man kann andere Endpunkte festlegen, wenn die in ihr Dokument was Spezielles reinschreiben, dann wird der Key tatsächlich invalidiert. Also das ist halt so eine Risikoverteilung, wo man irgendwo landet das Risiko dann halt einfach, das lässt sich von Use Case zu Use Case eigentlich relativ flexibel hier bestimmen, wie man es machen will. Also für die unwichtigen Keys, für die unwichtigen Dinge gibt es einen einfachen Weg und für die wirklich wichtigen Dinge gibt es einen total super komplizierten Weg mit vielen Parametern. Das Ding sollte eigentlich soweit ganz brauchbar sein für die meisten Anwendungen. Ja, DIDs. Okay, kurz noch einmal zur Zusammenfassung. Ich glaube eben, dass DIDs tatsächlich das Potenzial haben, sehr universell zu werden. Es gibt auch irgendwie überhaupt keine Dispute in der Community, ob DIDs jetzt die richtige Methode ist, um das weiterzutreiben oder nicht. Oder so. Das ist einfach, man hat sich sozusagen 99% of the scientists agree. Ja, so irgendwie. Das
das Ding wird jetzt passieren. Das ist, die große Frage ist eigentlich hauptsächlich, wie schauen die Datenstrukturen aus, wo man diese DIDs reinschreibt. Und wir gehen davon aus, also in dem Projekt, wo ich drin bin, gehen wir davon aus, dass es immer ein Ort von Parallelität sein wird. Das wird nie ein Ledger sein, der super wichtig ist, oder one ring to rule them all oder so, sondern das werden mehrere in Parallel sein, die man sozusagen miteinander verschalten kann. Dann weiß man zumindest, wenn nur einer von drei ausfällt, dann muss ich irgendwie sozusagen dafür sorgen, dass das irgendwie gefixt wird, das Problem, aber das Ding bleibt nach wie vor verlässlich, usable und so weiter. Also es geht hauptsächlich darum, dass man mehrere Datenstrukturen gleichzeitig miteinander verkettet und diese Datenstrukturen sind unter unterschiedlichen Regimes gemanagt. Also das eine ist vielleicht von einem Staat betrieben, die andere ist vielleicht von irgendeiner Community betrieben und die dritte von irgendeinem Konzern oder so. Wichtig ist, dass der User von diesen DIDs durch die Technologie immer in der Lage ist, sich mehr oder weniger zusammen zu konfigurieren, wie man es gerne hätte. Das ist irgendwie der Witz dabei. Ich glaube, ich sage jetzt nur mal ganz kurz, warum eben, wenn wir diese DIDs, da wäre noch ein Video vielleicht ganz cool. Ich glaube, das könnte ich noch machen, oder? Geht sich noch ein bisschen was aus? Ja. Mache ich noch kurz dieses Video da. So, Moment. Das ist Mastodon, eine dezentrale Twitter-Alternative. Okay, hast du Audio drauf? Ja. In einem Mastodon-Netz? Moment. Sieht man das? Es ist keine zentrale Server, okay, wo alle Accounts verwaltet werden. Das heißt, Alternative mit bereits mehr als 1 Million Nutzern. In einem Mastodon-Netzwerk gibt es keinen zentralen Server, wo alle Accounts verwaltet werden. Das heißt, jeder neue User muss sich zuerst für einen Server entscheiden, um dort den Account anzulegen. Damit ist der User aber langfristig an diesen einen Server und die dort geltenden Regeln gebunden. Denn bei einem Umzug ändert sich auch der Benutzername und der gesamte soziale Graph muss neu aufgebaut werden. Zur Lösung dieses Problems kommt unser NetID-Projekt vom letzten Jahr ins Spiel. Dank euch haben wir die Möglichkeit erhalten, mit dem Konzept der souveränen digitalen Identitäten zu arbeiten. Vielen Dank dafür. Der Kern von souveränen digitalen Identitäten sind in einer Blockchain abgelegte IDs, sogenannten Decentralized Identifiers. Das mit Blockchain stimmt nicht ganz eben. Es kann in allen möglichen Datenstrukturen abgelegt werden. Das ist einer der Gründe, warum das Thema in 99% der Fälle, wo ich es vorstelle, falsch verstanden wird, weil da glauben alle, das ist wieder dieser Blockchain will solve everything. Quatsch. Aber in dem Fall ist einfach, Blockchain ist eine Methode, mit der man das löst. Ja? Und die für gewisse Anwendungen macht es Sinn, für andere macht es keinen Sinn. Die ID selbst ist sozusagen der Quantensprung. Dass da Blockchain zum Einsatz kommt, ist nicht so zentral. Und das Video haben wir eben gemacht, um ein bisschen Förderung. Wir haben so einen kleinen Open Source Fördertopf hier in Österreich, der nennt sich NetID. Haben wir dann auch ein bisschen Geld bekommen, damit man die IDs, diese DNS-unabhängige Identifying-Geschichte, in den Mastodon-Stack einbauen können. Und das passiert jetzt gerade. Und hier wird nochmal beschrieben, was man dann davon hat. So ähnlich wie Domainnamen auf eine IP-Adresse verweisen, so können DIDs auf einen Mastodon-Server verweisen. Die DIDs ermöglichen dadurch die Adressierung von Benutzern und Nachrichten. Ein Serverumzug wird dadurch viel einfacher, weil sich der Mastodon-Server zwar ändert, die DID aber gleich bleibt. Der soziale Graph kann dadurch beibehalten werden. So ähnlich wie bei der Rufnummer mit Name im Telefonnetz. Jo. Das ist eben unser Team. Wubidubidubi. Wo ist mein Cursor? Piep. Also nochmal ein Shoutout to NetID, ein reiner Open Source Förderungsfonds. Wir versuchen das jetzt da einzubauen, einen ordentlichen Pull-Request zu machen. Wir gehen davon aus, dass das mehr oder weniger auf positives Feedback trifft, weil eben Keybase-Integration jetzt schon drin ist. Und das ist eigentlich noch cooler als wie eben Keybase. Und was ich auch noch sagen wollte, ActivityPub.
wird es werden. Also ich glaube, das Ding hat wirklich eine Chance, dass es in ein paar Jahren von jetzt noch immer richtig, richtig dominant ist in der Szene der Alternativen. Und die Szene der Alternativen, die wird wachsen. Also das ist fix. Ja, davon können wir ausgehen. Noch am Schluss ein kleines Douglas Adams Zitat, weil ich habe angefangen mit ihm. Ja. Jo, cool. Danke für die Aufmerksamkeit. Also, thanks. Fragen? Rein vom Abstract und von der Beschreibung vom Talk bin ich eigentlich mehr davon ausgegangen, dass ich mehr über Extremity Talk selbst höre. Mhm. Die Sache über D&D ist sicher auf jeden Fall interessant. Ja. Nicht nur Mastodon. Mhm. Mit Pixelfed gibt es ja einen Instagram-Ersatz, der sehr gut ist. Ja, kommen täglich welche dazu, ja? Nextcloud setzt doch sehr stark drauf ab, was gibt es da in dem Kontext? Mhm. Ja, sorry, dass ich da deine Erwartungen nicht erfüllt habe, aber es gibt einen guten Talk, der nennt sich einmal durchs Fediverse in. Der ist auf jeden Fall bei der letzten Privacy Week. Also, das ist auch auf MediaCC. Abrufbar. Ein Talk über die Fediverse-Dienste, über die anderen auch. So, da glaube ich, kriegt man es auch gut vorgestellt. Ja. Also der Lemmy, den habe ich, glaube ich, echt heute zum ersten Mal gesehen. Den Reddit-Klon. Es passiert irgendwie ziemlich viel. Also, ist echt ziemlich cool. Was ich dir auch empfehlen kann, ist, es gibt ein ActivityPub-Panel. Da sind Entwickler von ActivityPub-Panel, bei der letzten FOSDEM war das. Das ist auch ein Video, gibt es auch im Netz. Und da waren von Funkwhale der Entwickler da, von, glaube ich, Pixel, nein, von White Freely, von Funkwhale. Und dann, ja, ist auch ziemlich interessant. Ist aufgezeichnet, ja, FOSDEM, kann man sich anschauen. FOSDEM 2019. Die Podcasts sind cool, ja, es gibt echt schon ordentlich Material. Deswegen, ich wollte hier sozusagen diesen D&D-Fokus setzen, weil ich mir gedacht habe, davon gibt es noch ganz wenig im Netz zu sehen und ja, vielleicht interessiert es auch andere. Jo, noch eine Frage? Ein bisschen eine ketzerische Frage. Aha. Ich muss gestehen, ich habe den Sinn von Mastodon nie wirklich verstanden. Also mir ist klar, dass dezentrale Kommunikation bei Messaging-Dienst oder bei E-Mail absolut Sinn macht, weil einfach die Kommunikation und die Kommunikationsdaten und die Metadaten verteilt werden. Aber bei Mastodon oder jetzt bei Twitter rede ich ja von einer inhärent öffentlichen Kommunikation. Das ist der Sinn des Ganzen. Mhm. Weil welches Problem löst du damit, wenn du eine öffentliche Kommunikation dezentralisierst? Weil ich meine, entweder ich schotte meine Server ab, dann ist es keine öffentliche Kommunikation mehr und ich habe ein komplett anderes Produkt. Oder ich mache den Zugriff so öffentlich, dass eh wieder jeder alles lesen kann und damit untergrabe ich eigentlich den Sinn der Dezentralisierung wieder komplett. Ja, aber also die Zentralen, die müssen moderieren ja, oder? Die bannen Leute noch Regeln. Ja, sie sind dazu gezwungen. In einem dezentralen System läuft das grundsätzlich anders, ne? Und das ist, glaube ich, das, worum es geht in dem Fall. Also, ja. Aber ich gebe dir schon recht, das mit der Öffentlichkeit. Aber dieses eben Freedom of Speech, ne, dieses Thema wird von Twitter nicht well handelbar sein in Zukunft. Ja, genau eben dieses Freedom of Speech und eben die Problematik mit der Moderation ist eine, die ich auf Mastodon sehr interessant finde, weil eben dadurch die Moderation auch dezentralisiert funktioniert. Ja. Und weil ich eben bestimmen kann, mit welchen anderen Instanzen ich überhaupt interagieren will. Und die großen Freedom of Speech Instanzen, die sehr stark auf Hate Speech, Diskriminierung und sonst was aufbauen, werden im größeren Umfeld auf Mastodon halt einfach dürfen nicht mitspielen in dem Sinn. Ich halte es aber wirklich für wesentlich, dass es zumindest dann möglich ist, einfach die Instanz zu wechseln, falls man mit dieser Policy nicht einverstanden ist. Deswegen dieses DID-Konzept.
Das ist eigentlich der Gedanken. Also, wenn es irrsinnig unangenehm ist, den Server zu wechseln, dann ist so viel Verantwortung und Last auf diesen Moderatoren drauf auch. Klingt auch nicht sehr überzeugend. Ich finde genau diesen Wechselmöglichkeit unter Mitnahme des sozialen Graphs finde ich absolut essentiell, weil das bedeutet, wir haben ja gesehen, deine Statistik, dass es auch jetzt schon so ist, dass es halt eine Handvoll große gibt. Ja? Genau. Und dann, die werden früher oder später per Gesetz genauso dazu gezwungen werden zu zensieren. Ja? Und dann ist die Möglichkeit, sich halt doch wieder anders zu organisieren. Das heißt, das Netzwerk kann moven. Und das ist der essentielle Punkt. Bei Facebook gibt es Facebook und that's it. Ja? Und du kannst weggehen, du kannst zu einem anderen hingehen, du kannst zu einem kleinen gehen, so wie bei E-Mail heute. Heute kann ich mir bei E-Mail einen kleinen Provider suchen, der nicht, vor einiger Zeit hat man noch die Vorratsdatenspeicherung, jetzt, ja, wurscht, konnte ich mir einen Provider suchen, der das nicht musste, der einfach von der Größe her nicht verpflichtet war, das zu machen, oder ich kann es selber machen. Kann ich bei Facebook nicht machen, ja. Aber ich kann meinen eigenen ActivityPub-Server vermutlich betreiben, sogar relativ einfach, und mich da reinhängen, ja. Wäre mal ein anderer Talk. Ja. ActivityPub for Lehmann, das wäre cool. Ja, ich wollte nochmal auf das Thema Wechseln hinaus. Das ist ja das Wesentliche, was auch Moxie betont hat. Wenn ich die Daten dezentralisiert habe, kann ich zum Beispiel diesem Dilemma ausweichen, dass die Japaner jetzt immer noch auf Version 2.4 stecken, genau, und sagen als Nutzer, ich will aber erzwingen, dass die neue Version mit den neuen Features und der besseren Verschlüsselung genutzt werden und habe einen Einfluss. Ja. Und das wäre quasi Ermächtigung von Nutzern. Das haben wir bei den Netzwerken nicht, die zentralisiert sind. Ich glaube, darum geht es, ja. Hallo, du hast gemeint, man sollte sich nicht auf die Politiker verlassen, weil wahrscheinlich wird es keine Regulierung geben. Ich denke schon, wir sollten das von den Politikern fordern. Absolut, finde ich auch. Weil natürlich tendiert jede Kommunikationsplattform zu zentralen Systemen wegen der Anzahl der User, und der Federation-Zwang würde uns aushelfen und es könnte auch im Interesse der EU sein. Federation... Ja, also ich will nicht sagen, dass Regulierung überhaupt keinen Sinn ergibt, aber im Moment scheint es mir nicht das auszureichen, einfach prinzipiell. Und die Regulierungsentscheidungen im Moment sind schlecht. Also Urheberrecht zum Beispiel war furchtbar. Die ganzen Dinge passieren in die falsche Richtung. Richtig, ja, aber es gäbe auch Beispiele, wo es funktioniert hat. Zum Beispiel der Telekom-Markt ist reguliert worden in den 90ern und wir haben alle ein billigeres Handy. Ich bin totaler Fan von Regulation, wenn sie gut funktioniert, und in manchen Dingen tut es, in manchen, gerade was so Free Speech betrifft und so, scheint es irgendwie eigenartig zu laufen im Moment. Ja, diese ganzen Terrorgeschichten und so. Das, was ich sagen wollte, ist, jetzt ist mir der Punkt runtergefallen. Wurscht. Na, er kommt wieder. Ich weiß nicht mehr. Sorry, er ist weg. Das war irgendwie wichtiger, glaube ich. Scheiße. Kann ich vielleicht mal fragen, warum du die Zukunft in föderierten Services siehst und nicht in Distributed Services? Weil wir reden ja immer noch von Servern mit DNS-Adressen, die abschaltbar sind. Ja, ich glaube, es ist eine nette Brückentechnologie, die jetzt passt. Aber wir haben ja schon Distributed Services, die jetzt funktionieren. Sehr gut. ZeroNet zum Beispiel. Scuttlebot. Ja, aber langsam. Ich würde anders definieren. Also ich würde sagen, funktionieren heißt... Ja, kann ich meiner Mutter geben. Das heißt, genau, funktionieren. Wenn ein großer Teil der Bevölkerung Zugriff darauf hat. ZeroNet kann ich meiner Mutter geben. Ja, aber... Nein. Deiner Mutter geben heißt nicht Utility. Das ist nicht dasselbe. Die Utility heißt, dass alle anderen adressierbar sind. Ja, da müssten genügend mitspielen, dass sie alle adressierbar sind. Das darum geht es. Diesen Boot-Prozess, um den geht es die ganze Zeit. Mhm. Der muss irgendwie in die Gänge kommen. Ja, jetzt. Und findest du dann halt irgendwie die Zeit und den Aufwand da richtig investiert gerade? Ich glaube wirklich, dass es so eine Art Layered Approach besser ist, weil man immer wieder beobachten kann, so sehe ich, dass es in der Gesellschaft Leute gibt, die ein bisschen... Die intellektuelle Szene nennt das Cognitive Surplus haben, die einfach zum Beispiel Server betreiben wollen, aber zum Beispiel kein wahnsinniges monetäres
Exchange erwarten oder so? Also die Mastodon-Server, die jetzt so laufen und für 2 Millionen User nützlich sind, die werden von Spenden betrieben, ne? Nicht von Werbung. Und das ist sozusagen der Vorteil von dem, da gibt es einfach ein paar, die melden sich und genau, nehmen das auf sich. Genau, das ist ein Problem. Du erinnerst dich vielleicht noch an Identica, was dann so durch ganz gehypte Pump.io, Rock Repair, ersetzt wurde. Ja. Da war genau das Problem halt so, der Spenden. Das wurde halt recht gut abgewirkt. Das kann den Mastodon-Instanzen jederzeit so passieren. Genau. Ja. Ein Distributed-Ansatz wie bei ZeroNet hast du das Problem halt nicht. So, da läuft das halt über den Content. Also der Content, der nicht mehr weiter Torrent, das ist ein Torrent-Protokoll runter. Ja, aber du musst es bootstrappen. Ja, deswegen frage ich ja, warum hypen wir halt irgendwie das ganze Fediverse so? Weil es zum Bootstrappen gut ist. 2.0 ist. Ich glaube, es ist zum Bootstrappen gut. Nachher kann man dann voll distributed gehen. Das ist vielleicht dann überhaupt kein so ein Problem mehr. Okay. Ja, dann akzeptiere Aber ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Das ist nur irgendwie so mein Impuls, da meine Lebensenergie reinzustecken, ist, weil ich glaube, es ist layered besser wie den Vollschwenk, ja, irgendwie anzupeilen. Weil der ist. Ja, der Vollschwenk wäre halt einfach nur, wir brauchen Native Apps für ZeroNet. Ja, und jeder hat sie und jeder weiß davon und jeder hat da drin irgendwie bla. Es ist irgendwie dieses Bootstrap-Problem. Okay. Oh. Wie lange darf ich noch überhaupt? Ja, ihr müsst sagen, wann ich Schluss machen soll. Eine Usability-Frage hätte ich noch. Also sagen wir, ich starte jetzt meinen eigenen Mastodon-Server bei mir im Wohnzimmer und lege mir für mich einen User an. Wie findest du mich dann? Naja, du müsstest dich schon in irgendeinen Index eintragen mit deinem Mastodon-Server mal prinzipiell. Oder du gibst mir deine URL einfach. Also prinzipiell, Discovery-Systeme sind auf Mastodon drauf. Ja. Okay, Mastodon selber hat keine Global Discovery oder so. Okay. Das heißt, es gibt dann wieder zentralisierte Index-Server, wo sich dann jeder eintragt. Das ist einer, das sind mehrere? Ja, da können schon mehrere sein, ja. Spricht nichts dagegen. Da gibt es auch mehrere, oder? Wie? Im Moment weiß ich gar nichts von dem Ding. Ja. Ja, zum Beispiel. Da gibt es mehrere. Es ist, glaube ich, kein Zwang, dass irgendwie. Also da habe ich wenig Angst vor Monopolen in dem Sektor, ehrlich gesagt. Also Lookup, Databases, also es gibt ja auch mehrere Search Engines, die halbwegs gut funktionieren noch, oder? Also einfache Search Engines. Okay. Dann nochmal vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und ja, viel Spaß noch auf der Easter Hack. Danke.